willkommen bei Himmlisch. Wir sind in der Rhabarberzeit angekommen und deshalb möchte ich euch einen super schnellen, einfachen Rhabarberkuchen heute zeigen. Ich habe mir dafür Folgendes vorbereitet. 275 Gramm glattes Mehl und ein Backerl Backpulver, 150 Gramm Joghurt, 150 Gramm geschmacksneutrales Öl, 180 Gramm Kristallzucker, 3 Eier, 30 Gramm Stärke, ich habe jetzt hier Maisstärke und einen großzügigen Esslöffel Zucker und ein bisschen Vanilleextrakt. Ich starte jetzt als allererstes einmal, dass ich mich um den Rhabarber kümmere. Das heißt, ich schäle den jetzt einmal und werde ihn mir dann in Streifen schneiden. Das zeige ich euch. Beim Rhabarber ist, ich zeige es euch einfach, wie ich das immer mache. Also ich schneide mir oben mal so ein kleines Stück ab und dann merkt man das schon ganz gut, die Schale, die runter will, die kann man dann so richtig schön runterziehen. Und ich hacke mir oben wieder ein und ziehe wieder ab. Man merkt das dann eh relativ gut, wenn das, also das, was halt runtergehört, ne? Das zieht so Fäden und das gehört ab. So, erstes Stück geschält und so mache ich das jetzt beim ganzen Rhabarber. So, und wenn der Rhabarber dann geschält ist, dann wird er jetzt in Streifen geschnitten. Ich lege mir den einfach auf und mache so, ich schätze mal so 1 cm starke Stücke. Das ist aber je nach Geschmack, wenn ihr das nicht so gerne so groß wollt, könnt ihr es natürlich einfach feiner schneiden. So, und die kommen jetzt alle in eine Schüssel. Und da kommt jetzt der großzügige Esslöffel Zucker dazu. Und Rhabarber hat die Eigenschaft, dass er Wasser lässt. Das heißt, es kommt jetzt hier auch noch Stärke mit dazu. Das hat jetzt den Grund, dass wenn wir später unseren Kuchen backen, dass der Rhabarber jetzt nicht zu viel Wasser verliert und dass das dann alles so ein Gatsch-Matsch-Kuchen wird, sondern die Stärke bindet die Flüssigkeit vom Rhabarber und dann hat es mehr so Charakter, wie wenn das jetzt so ein bisschen ein Rhabarbersaft-Pudding wäre. Also voll lecker und wird ursaftig. Und das verrühre ich mir jetzt alles. So, und wenn das alles vermischt ist, dann stelle ich das jetzt einfach auf die Seite und dann zeige ich euch jetzt, wie ich den Kuchen zubereite. So, also während der Rhabarber zieht, kümmere ich mich um den Teig. Das heißt, ich schlage mir jetzt in der Küchenmaschine die Eier gemeinsam mit dem Zucker mal dickschaumig auf. Und dem Vanilleextrakt. So. Dickschaumig heißt, ich schlage es mir jetzt einfach auf höchster Stufe, mal so 3 bis 5 Minuten, dass das einfach so das Dreifache an Volumen bekommt und dann geht's weiter. So, und nach ein paar Minuten kommen die restlichen Zutaten jetzt dazu. Fange jetzt einmal mit dem Öl an, das gieße ich mir jetzt so schluckerweise dazu. Das Joghurt und als letztes jetzt das Mehl mit dem Backpulver so, jetzt noch einmal alles kurz durchrühren und dann sind wir fertig. Ich rühre es mir jetzt noch einmal kurz durch. Okay, und ich habe mir während der Schlagzeit jetzt schon einmal einen Tortenring vorbereitet. Der hat 26 cm Durchmesser. Ich habe mir den jetzt mit einem Backpapier eingeschlagen und habe den auf so einem gelochten Blech. Da ist einfach das Backergebnis dann schöner. Und den gieße ich mir jetzt, also den Teig gieße ich mir da jetzt hinein. Und als letztes kommen jetzt die Rhabarberstücke dazu. Bei mir fängt der Rhabarber jetzt schon an, Wasser zu lassen. Und das verbindet sich jetzt schon super mit der Stärke. Und das verteile ich jetzt einfach wild am Teig.
So, schön gleichmäßig, dass überall ein Rhabarber ist. Und dann ist der Kuchen fertig. Der kommt jetzt bei mir in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Heißluft. Ich schätze mal für 40 Minuten. Ich werde aber die Stäbchenprobe machen, euch den Kuchen dann zeigen und sagen auch, wie lange er dann wirklich final drinnen war. So, ich habe den Kuchen jetzt gerade aus dem Backofen geholt. Bei mir war er 45 Minuten drinnen. Ich werde euch dann gleich ein paar Fotos vom Anschnitt zeigen, weil es ist echt wichtig, dass ihr den Kuchen immer auskühlen lasst, bevor ihr das Ding anschneidet. Ansonsten erhält es halt einfach nicht auf. Das heißt, ich zeige euch das dann. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt auf eure Kommentare, was ihr zu diesem Rezept sagt und ob ihr auch so rhabarbersüchtig seid wie ich. Und wenn ihr noch mehr Interesse habt an anderen Rhabarber-Rezepten oder Rhabarber- und Erdbeer-Kombi vielleicht, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.